Westzeichen und hallo, da ist wieder der Fuchs vom Luitoi Barbecue. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute mal wieder was anderes. Und zwar gibt es einen Entenbrüste. Den machen wir uns auf den Drehspieß in unserem Biefer drin. Dazu gibt es eine Soße, eine Orangensoße. Da habe ich Orangen damit da. Was wir dazu alles brauchen, die suche ich euch jetzt. Da haben wir zwei Entenbrüste. Dann brauchen wir zwei Zwiebeln, ein Oblauchzeuern. Dann die Orangen, dann haben wir ein bisschen Olivenöl, dann haben wir Chiliflocken, dann von McAllister ein Duck in Dutch, probiere ich heute nochmal aus, dann haben wir noch ein bisschen Gänsefond und ein wenig an Honig, den wir auch mit rein. Und eine Mitte brauchen wir dann für Kerntemperatur, die soll dann ungefähr 65 Grad bleiben, die kann man da enden brüsten und dann kann man es auch. Die Sauce wird dann extra dazu gemacht, da sehen wir uns jetzt gleich nochmal beim Schneiden und beim Anspießen der Brüste. So, dann geht es weiter mit dem Schneiden. Wir schneiden als erstes einmal die Zwiebeln auf. Da nehmen wir mal den. Den nehmen wir mal halbieren. Und den nehmen wir in kleiner schneiden. Der kommt dann in die Sauce mit rein. Mit. Kleine Würfel. Lang. Meine Klobwürfel. So, dann haben wir unseren Knoblauch noch. Den schneiden wir auch mit ein. Nehmen wir diesen in der Schüssel aus rein. So, dann kommen wir zu unserer Orangen. Zeiten da. Den meisten der Schalen weg, der ist nicht gut. Viel brauchen wir da nicht. So, ist gegessen. Nehmen wir uns jetzt ein paar Sardinen raus. Eckerl. Kommen wir da mit in die Sauce. Gut, herassen. So, ist immer noch einer. Ist immer noch einer. Ist auch noch mit einer da. Den brauchen wir dann für den Drehspieß. Halbieren wir und nehmen wir zu den Zwiebeln dazu. Dann waren wir soweit fertig mit dem Obst und dem Gemüse. Dann schneiden wir uns gleich die Entenbrüste rein. Den wir ein wenig erritzen. Rautenförmig. Jetzt dürft eine. Einmal. Einmal.
So. Vielleicht das nehmen wir ein wenig weg. Das kommt auch mit einer, das können wir auch mit anbrauen dann. Nächstes nehmen wir dann unser Öl und das Gewürz von McAllister. Duck Win Duck schon mal da, habe ich gerade schon gesagt. Schaut her. Da geben wir dann mal eine schöne Menge mit rein. Ungefähr 3 Teelöffel. Feuer, das war ja mal schön. Den Öl drin. Schaut dann so aus. Recht gut. So, das gehen wir jetzt über die Entenbrüstler drüber. Das muss lange noch was halten. So, den reimen wir uns jetzt schon her. Alle Seiten. So. Dann werden wir dann ein bisschen Salz und Pfeffer räuchern. Die lassen wir jetzt ein bisschen durchziehen und dann sehen wir uns gleich wieder zum Anstecken. So, sind wir wieder da. Die Erntenbrüste sind jetzt eine halbe Stunde ungefähr durchgezogen. Die nehmen wir jetzt dann rein. Und den Zwiebel. Stecken wir jetzt einmal da am Spieß mit rauf. Kommt da rein. Dann nehmen wir Orangen drauf. Dann nehmen wir nochmal einen Zwiebel drauf. Nochmal Orangen drauf. So, dann schauen wir mal, ob das so klappt bei euch, das hier. Seite, die andere Seite. Schau, dass schön am Spieß dran ist. Dann nehmen wir uns die andere Seite. Dann müssen wir das da auch noch zusammenbringen. Dann müssen wir die miteinander aufspießen. Sollte schon, sonst bald uns einer. Und dann haben wir nichts davon. So, das schaut jetzt so aus. Schreiben wir es einmal fest. So, der war fertig. Vielleicht bindet es noch ein bisschen an. Mal jetzt mal schauen, wie ich es mache. Und dann sehen wir uns gleich vor der Sauce zu machen. Und dann nehmen wir es dann erst im Biefer rein. So, jetzt sind wir wieder am Gasgrill. So lange da ist heiß. Jetzt ein bisschen Öl rein. Dann nehmen wir uns den Zwiebel rein. Der Rest ein wenig an und Knoblauch. Jetzt können wir die Orangen auch gleich dazu. Jetzt werden wir ein wenig anschwitzen, dass sie glasig werden. Das ist einfach die Sauce, wenn wir die Brüstler gewürzt haben. Nehmen wir ein wenig mit drauf. Nehmen wir ein paar Chiliflocken mit einer.
lang. Und dann habe ich ein wenig einen Gänse vor. Den Rahmenstuckel. Das bleiben wir jetzt ein wenig scharf kochen. Einbrutzeln. Das ist eine schöne Sauce wird. Das machen wir wieder ein wenig auf. Ein bisschen Salz rein. Pfeffer. Und dann räumen wir das einmal ein wenig. Schön dahin kochen. So, wir sind jetzt so weit. Das ist jetzt die Sauce. Die hat sich jetzt schön reduziert. Die lassen wir so, wie es ist. Die tue ich jetzt nicht mehr warm stellen. Und dann kommen wir zu unseren Entenbrüsten. Da werden wir jetzt unseren Kernmesser neu stecken. Was er gerade schon gesagt, ich möchte jetzt so 65 Grad haben. Stecken wir da rein. Und dann nehmen wir den Spieß einmal rein. Da habe ich noch ein bisschen Honig hergekriegt zum Einpinseln. Und dann starten wir das Ding gleich einmal. Sehen wir uns gleich wieder. So, wir leihen jetzt den einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten dran. Bei ein wenig größerer Hitze. Dann gehen wir ein wenig mit der Temperatur. Und dann beobachten wir diese Ringwerte, wir schauen dann immer wieder ein wenig nach. Jetzt schauen wir einmal nochmal rein. Jetzt sind 20 Minuten um. Schaut jetzt so aus. Wird schon schön braun. Die Kerntemperatur haben wir momentan bei 40 Grad. Jetzt gehen wir dann mit der Temperatur noch ein bisschen runter. Und bleiben so drinnen, bis es gut ist. Und dann sehen wir uns dann wieder bald zum Probieren. So, wir sind jetzt fertig. Die Erntenbrüstler waren jetzt eine gute halbe Stunde drinnen. Haben eine schöne Farbe gekriegt. Wir schneiden sie jetzt einmal an. Eine habe ich schon angeschnitten. Und die Sauce ist auch recht gut geworden. Mit den Orangen. Das probieren wir jetzt einfach einmal. Wir schneiden jetzt da mal ein Stück Lorbeer. Sind noch schön rosa leicht. Das sieht. Ja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Mal ohne Sauce. Heim und frei waren. Probieren wir noch ein Stück mit Soße. Jetzt auch mal einfach mal rein. Mmh. Dann muss ich direkt schmatzen, so gut ist das. Leicht, das könnt ihr ruhig nochmal nachmachen im Biefer. Mmh. Wird wunderbar. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen in euch oder hinterlasst ein Abo. Es kommt immer wieder die Frage mal auf, das Abo, ob das was kosten hat. Das Abo kostet keinen was. Das ist kostenlos und kann jeder machen. Wenn es euch gefallen hat, letzten wir euch da. Euer Louis Toy Barbecue. Danke.